Joho, startklar, ist noch früh, keine Ahnung, 8 Uhr jetzt, wenn überhaupt, ist noch kalt also. Fahrrad gepackt, abgewurstet habe ich. Gestern Abend kam, da lag ich schon in der Hängematte, mindestens zwei Leute im Auto und die haben da vorne mit den Taschenlampen rumgewerkelt. Ich weiß nicht, ob die noch da sind, ich bin irgendwann eingeschlafen, die hätten mich beinahe entdeckt. Beinahe. Die waren 10 Meter neben mir, haben sogar in meine Richtung geleuchtet, aber die haben mich nicht gesehen. Ich werde wieder viel zu früh in den Niederlanden sein. Da wird kein Coffeeshop, kein Smart Shop offen haben. Aber ich habe eine andere Idee. Früh morgens, wo die Sonne noch so tief steht, aber langsam die Landschaft erwärmt. So, und vor allem so im, ja, eigentlich ist heute noch Winter, aber ich sag jetzt mal im Frühling. Wenn man so total eingefroren ist und dann die Sonne die Sonne rauskommt, an Kraft gewinnt und einen erwärmt und die Landschaft schöner macht, richtig herrlich. Ja, ich fahre jetzt Richtung Wehl, dann Richtung Ramsdorf. Da gab es doch dieses Ramsdorfer Kölsch, aber ich glaube, das liegt woanders. Und da muss ich eigentlich nur noch weiter Richtung Westen und bin gleich dann schon in den Niederlanden. Ja, vielleicht kriege ich etwas Käse. Ja, kurze Planänderung. Ich fahre an Wehlen vorbei. Ich habe hier einen Radweg gefunden, den ich so bei Google Maps nicht erkennen konnte. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner als wieder an der Hauptstraße entlang. Dann genieße ich die Tour jetzt mal ein bisschen. In einem der letzten Videos meinte der Alex, dass er gerne mehr von einer Burg gesehen hätte, die ich da ein bisschen gefilmt habe. Jetzt bin ich extra die 200 Meter Umweg gefahren, weil ich hier zufällig an einer Burg vorbeigekommen bin. Aber war völlig uninteressant. 200 Meter über Kopfsteinpflaster, muss ich dazu sagen. So, und das hier dürfte die Bocholter A sein. So, ich glaube, die bohren nach einem Brunnen oder sowas. Ich weiß nicht genau, was die da machen, die beiden Figuren. Und vor allen Dingen frage ich mich, was haben die beiden mit denen da zu tun? Und so, ich bin mal wieder voll langsam unterwegs. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und zwar gibt es Knäckebrot mit Frischkäse, Ei, Salami und Möhre. Das ist keine richtige Salami, das ist eher eine Mettwurst. Zum Nachtisch vielleicht noch ein Keks, aber davon hatte ich heute schon zwei. Hier hinter Ramsdorf gibt es eine Fahrradstraße, auf der aber auch Autos entlangfahren dürfen. Winterzweig ist mittlerweile auch für Fahrräder ausgeschildert. Das sind noch 20 Kilometer. Ja, 20 Kilometer und dann ist der Point of Return oder Bergfest. Hier gibt es so eine Schutzhütte. Eieiei. Die haben es aber cool eingerichtet. Sogar mit Bildern von Vögeln. Wo Ecken grünt und Birken warst,
Da gibt auch Leute, die da bepasst. Die Nesaske Born, anno 1993. Ja, keine Ahnung. Wird schon stimmen, was die sagen. Ach, gibt's. Doch, es gibt sogar ein Buch hier, wo ich mich eintragen kann. Wenn sie einen Stift haben. Haben sie einen Stift? Nee, was ist das denn? Nee, das ist irgendein Blödsinn. So, was ich hier liegen. Hier ist alles Wichtige drauf. Rom 1180 Kilometer, Ramsdorf 2,6, Gescher 9,6. Also das hier ist immer noch die Fahrradstraße. Hier ist natürlich so gut wie nichts los. Aber was soll das denn? Auf einer Fahrradstraße dürfen zwar Fahrradfahrer ausdrücklich nebeneinander herfahren und die Autos haben so gesehen kein Beschwerderecht. Aber man muss schon ein ziemlicher Assi sein, um hier ein Auto nicht passieren zu lassen. Zumal es jetzt nicht so oft vorkommt, dass hier ein Auto einen überholen möchte. Naja, es ist die Zukunft. Weseke hat eine Fahrradstraße. Ja, da dürfen auch Autos entlang fahren. Aber nur mit Tempo 50. Yay! Endlich! Ja, hier in diesem Bereich sieht man keinen großen Unterschied zwischen Niederlande und Deutschland. Solltet ihr auch mal diese Strecke fahren, so ab Herten, also ab Regen besser gesagt, hinter Herten, könnt ihr ruhig die Radwege benutzen, die ausgeschilderten. Und die sind ganz gut. Davor solltet ihr überhaupt Straße fahren, wenn ihr die Radwege nicht kennt. Die Niederlande sind sowieso bekannt für ihre geilen Radwege. Da ist eigentlich fast überall gut. Es gibt ganz, ganz wenige Abschnitte, die schlecht sind. Das sind dann aber in der Regel so Themenrouten. Die Alltagsrouten sind vorbildlich. So, um 2 Euro zu sparen, habe ich jetzt einen Pfund Kaffee geholt und Frühstückssaft. Kenne ich gar nicht. Probiere ich mal. So, ich bin im Zentrum von Winterswijk, wie auch immer. Ja, und die Coffeeshops haben ja noch nicht offen, aber ich habe ja gesagt, ich habe die Idee, wie ich sonst auch den Frühling einläute. Und zwar muss ich da grob Richtung Deutschland und zwar Richtung Brunello. Hier Bilderrahmen. Kannst du durchfotografieren. Sehr schön. Ich habe dieses Jahr echt einen geilen Weg gefunden. Ich habe kaum Stadtverkehr abbekommen. Und jetzt bin ich auf einem der niederländischen roten Radwege. Und die sind immer gut. Und ich bin schon aus Winterswijk raus, beziehungsweise aus dem Zentrum. Und in wenigen Minuten bin ich auch an meinem vorläufigen Zielort. Ja! Und zwar ist Anbaden angesagt. Yeah! So, auch wenn im Winter hier nichts los sein wird, kann ich mal mit der Kamera jetzt ein bisschen dezenter rumgehen. Okay, kein Fahrrad. Schon mal schlecht. Film. Ach ja. Ja. Hunde habe ich nicht. Hier kann ich mir höchstens einen runterholen. Und Fernglas habe ich auch nicht. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Sieht richtig toll aus hier. Wasser ist glasklar und vermutlich ziemlich warm im Winter.
Oh Gott, oh Gott. Naja, ich war schon in kälterem Wasser. Verlat het Naturistenstrand. Ich glaube, das heißt, ich verlasse den Naturistenstrand. Vielleicht hätte ich mir was anziehen sollen vorher. Nein, Quatsch. So, dann in einer Stunde macht der Smart Shop auf, aber ich warte auch nicht eine Stunde. Man kann alles bestellen. DHL liefert überall hin. Ich fahre weiter nach Deutschland. Jo, das war jetzt zwar kein richtiges Eisbaden mehr. Ich meine, das Wasser hatte, ich würde es mal sagen, irgendwie 8, 9 Grad. Aber es war trotzdem ganz schön kalt. Aber ist vielleicht auch ganz gut so, weil wenn es wirklich Eisbaden wäre, dann würde ich zwar auch ins Wasser gehen, müsste aber sofort wieder raus. Das heißt, ich wäre vielleicht 2-3 Sekunden im Wasser gewesen. Und jetzt habe ich doch so eine knappe Minute durchgehalten, würde ich sagen. Und ich fühle mich einfach richtig erfrischt und sauber und mir ist warm jetzt. Es härte tatsächlich ganz schön ab. Und es ist immer noch kalt genug. Das heißt, wenn ihr anfangen wollt mit Eisbaden, fangt bei 10 Grad kaltem Wasser an. Oh, ich habe es gar nicht gemerkt. Auf einmal bin ich in Deutschland. So, ja, dann suche ich jetzt die... Oh Gott, die Berkelroute, genau, um Richtung Coesfeld zu fahren. Ah, ich habe ganz vergessen, dass die Flachwasser da Pfand drauf gemacht haben. Die Berkel habe ich schon mal gefunden, das ist dieser schöne kleine Bach hier. Jetzt muss ich nur noch den dazugehörigen Radweg finden. Ja, den Radweg, den habe ich auch schon vor 2 Jahren gesucht. Zur Not nehme ich jetzt den, der Richtung Stadtlohn ausgeschildert ist. Oder ich fahre einfach die Berkel entlang. Das hier ist hundertprozentig nicht die Bergelroute, aber in Stadtlohn war sie nicht ausgeschildert und für mich nicht mehr zu finden. Von daher, pisst euch! Von daher muss ich jetzt bis Gescher über die Hauptstraße fahren. Hoffentlich finde ich da wieder auf die Route. Aber geht, ist ein Seitenstreifen und ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, für mich hält sich der Verkehr hier in Grenzen. Jetzt bin ich wieder auf der Berkelroute. Irgendwie irritiert mich auch die Routenführung gerade, aber egal, ich bin wieder drauf. So, und hier ist auch die Slinge-Route und die A-Route. Interessant, es kann ja eigentlich nicht alles hier sein. So, jetzt für mich ist alles wieder mehr oder weniger bekannte Gegend. Also bekannt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin hier überall schon mal hergefahren, 2-3 Mal. Aber trotzdem ist es bis nach Hause noch ein ganzes Stück. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute schaffen werde. Wird knapp. Vorne in diesem Baumbestand habe ich vor 2 Jahren übernachtet. Letztes Jahr bin ich dann vorbeigefahren, weil das noch kontaminiert war von mir damals. Mittlerweile sollte alles biologisch abgebaut sein, aber es ist noch viel zu früh.
Und deswegen werde ich weiter Richtung Coesfeld fahren. Das Schild irritiert mich, aber hier ist hundertprozentig richtig. Auf dem Schild steht Coesfeld. Also hier fängt Coesfeld an. Vor aber nicht mal 1 Kilometer hieß es noch Coesfeld 7 Kilometer. Naja, ich beschwere mich nicht. Der Friedhof in Coesfeld hat das Wasser abgestellt. Das finde ich jetzt nicht so nett von denen. Naja, es ist kein Not am Mann. Und zur Not kann ich mir hier Wasser kaufen. So 3 Kilometer hinter Coesfeld habe ich dann doch einen Friedhof gefunden, wo die Wasserhähne noch an sind. Jetzt habe ich mir ein bisschen das Gesicht gewaschen und die Hände und eine Wasserflasche wieder aufgefüllt. Reicht vielleicht. So, Bank gefunden, Zeit für eine Nahrungsaufnahme. Gibt das gleiche wie heute Morgen. Langsam merke ich ganz schön meine Beine. Es wird richtig anstrengend und ich bin noch nicht mal in Dülmen. Das Ärgerliche ist natürlich, dass sobald ich in Dülmen bin, habe ich immer noch eine Tagestour nach Hause. Also eine Tagestour für die meisten Leute. Für mich ist es dann hoffentlich nur ein halber Tag. Aber wie auch immer, wenn es so anstrengend ist, ich würde lieber an der Hauptstraße herfahren, weil da spare ich 1-2 Kilometer alleine auf der Strecke bis nach Dülm. Komm, Fasan! Aber erstmal ist es hier auf den Nebenstraßen schöner und dann ist es für mich jetzt auch ein bisschen sicherer, weil jetzt, wo man so überanstrengt ist, lässt die Konzentration natürlich auch deutlich nach. Und die Geschwindigkeit. Ich fahre ja normalerweise mit Sandalen, weil ich gedacht hätte, es wäre ein bisschen kälter, habe ich jetzt Turnschuhe angezogen. Das war ein Fehler. Weil bei Sandalen, da kann sich der Fuß vorne so ausbreiten. Bei Turnschuhen nicht und das merke ich richtig. Und das ist jetzt auch schon so leicht schmerzhaft. Da ich jetzt auch ziemlich kaputt bin und die ersten Sachen wehtun, muss ich jetzt hier vorwarnen, der Mimimi-Faktor wird jetzt ein bisschen steigen. Huch, fahre ich mal reingucken. Ja, auch nichts so Interessantes. Und das Tor nochmal von der anderen Seite. So, ich bin vorhin von der Strecke abgekommen. Ich weiß auch wo. Da war die Beschilderung nicht ganz eindeutig. Ja, jetzt komme ich halt nicht mehr über Dülm. Und Umweg wird es nur minimal sein. Jetzt fahre ich über Buldern oder Boldern heißt der Ort. Und werde dann ein ganzes Stück am Dortmund-Ems-Kanal nach Hause fahren. Dadurch steigere ich wenigstens ein bisschen meine Ortskenntnis.
Jo, in Buldern gab es einen See, an dem ich vorbeigekommen bin. Ich dachte, ich könnte ein bisschen schwimmen. Dann standen da aber so Schilder, nicht rein ins Wasser, Hunde fernhalten, sollte man mit dem Wasser in Kontakt gekommen sein, sofort waschen. Dann habe ich da reingeguckt, ich habe ein Foto gemacht. Nee, da wäre ich auch ohne das Schild nicht reingegangen. Mittlerweile bin ich am Dortmund-Ems-Kanal. Es sind doch so 5-6 Kilometer bis Lüdinghausen. Und jetzt kann ich, je nachdem wie ich weiterfahre, entweder bis tief in Dortmund rein oder bis zum Stadtrand von Dortmund, hier schön am Kanal entlang fahren. Das ist schön ruhig. Gleich, wenn ich in der Nähe von Olfen bin, werde ich entscheiden, ob ich noch eine Nacht hier irgendwo mache und morgen früh die letzten paar Kilometer nach Hause fahre oder heute Nacht doch nach Hause komme. Im Hellen werde ich es nicht mehr nach Hause schaffen, aber wahrscheinlich vor 21 Uhr. Ich bin ganz schön am Ende. Dann rolle ich hier die Straße rein und dann kommt auf einmal dieses Schild. Und das heißt, ich kann wieder umdrehen. Meine Füße tun langsam richtig weh. Mich demotiviert das gerade auch, weiter den Kanal entlang zu fahren. Und hier durch. Ja, sieht gut aus. Hab mir ein Bier oder sowas in der Art geholt. Und so, ich radel jetzt auf Selm zu. Es sind noch ungefähr 30 Kilometer nach Hause und ich dürfte irgendwie 100, 110 Kilometer mittlerweile sein. Boah, ich bin so kaputt. Ich hätte beinahe vergessen zu erzählen, dass ich hier in Selm auf einer Fahrradstraße bin, auf der aber auch Autos entlangfahren dürfen. So, da vorne kommt die letzte kleine Steigung, glaube ich. Das ist jetzt keine erwähnenswerte Steigung, aber für mich wird es gleich ein wenig herausfordernd. Es ist kaum mehr als eine Brückenauffahrt, aber ich zeig's euch nicht, sonst lacht ihr mich aus. Aber meine Beine krampfen schon ein bisschen. This morning, feeling kind of blue. Looked in the mirror, didn't like the view. I got a belly, it's larger than most. Cycling's not my thing, I'd rather eat toast. I hopped on that bike, thought I'd give it a try. Pedal for a minute, let out a sigh. My legs were burning, I couldn't catch my breath. I'd rather be on the couch watching Monty Python's death. I hate cycling 'cause I'm fat, it's plain to see. But I'll keep on laughing 'cause that's the British way, you see. And I'll make a joke, crack a smile. Yalla Habibi, Malincrottstraße. Maybe someday I'll learn to love the bike lane.